So. Okay, lassen Sie hier ein bisschen Munition für mich liegen. Das ist gut. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Hey, was ist denn los, Jungs? Ein Helikopter. Waffen. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Okay. Schauen wir mal, wie ich jetzt hier hochkomme. Das habe ich gesehen. Oh. Na, wo bist du denn? So. Mach's gut. Wow. Sehr schön. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht. Okay, so komme ich hier schon mal nicht rein. Was ist denn da? Alter, was hier los ist. Schön. So, wo ist denn jetzt? Schon mal da vorne. Lass mich mal einfach hier hinziehen. So. Ah, hier ist der Waffenschrank. Schau mal da. Da ist der Waffenschrank. Finde ich jetzt natürlich nicht so geil hier. Aber das ist mir ja egal. So, was hab ich denn? Den nehme ich auf jeden Fall mit. Was haben wir hier noch? Ne, eigentlich. Na warte mal, ich würde schon gern mein Stromgewehr behalten. Ich würde aber gern diese Granaten mitnehmen. So. Einfach nur, damit du Bescheid weißt. Schau mal, jetzt hier vorne habe ich noch, kann ich dir gleich mal den Funkturm holen. Verwundet? Ja, das... Das tut mir auch echt leid. So, mein näher... Warte mal, ich muss irgendwo noch eine Fahne hissen. Bitte kommen, hier Zentrale. Was ist da draußen los? Bitte kommen. Ja, hier ist viel Spaß los. Ich weiß gar nicht, wo muss ich jetzt die Fahne hissen? Und los geht's. So. Wieder ein bisschen Munition abgreifen. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Na, und es wird da auch bleiben. So. Okay, jetzt haben wir hier unten. Hier ist die Fahne. Ja, sehr schön. Zurück zur Tagesordnung. Nee, das, Flagge hissen. Und damit ist Manea befreit. Sehr, sehr schön. Manea, Stadt befreit. Garage. Die Garage dieses Ortes ist jetzt geöffnet. Bringe zivile Fahrzeuge dorthin, um sie in deiner Rebellenabwurfliste hinzuzufügen. Rebellenabwurfliste. Hügelsprint. Neue Herausforderung freigeschaltet. Manea-Tour. Neue Herausforderung freigeschaltet. Okay. 2 von 3 Ansiedlungen befreit. Amigo, fahr runter zu den Docks von Manea. Ich will dir ein Angebot machen, Amigo. Over. Okay, zu den... Was hab ich jetzt hier? Oh, das ist schön. Manea wurde befreit, meine Freunde. Die verhasste die Ravello-Miliz. Kurz, die RM wurde aus der Stadt gejagt. Die hat es wohl nicht mehr für Musikinstrumente gereicht. Na gut, warum auch nicht. So. Ja, er kann zaubern. Ah, ist schön. So reist man doch gern. Oh.
Das ist so schön. Marios Rebellenabwürfe. Ja, er ist es. Wow. Okay. So direkt an Hauswänden jetzt hochkommen, muss ich, glaube ich, da noch ein bisschen mehr üben. Ah, ich bin ja froh, dass ich überhaupt mit der Steuerung jetzt schon so weit klarkomme hier. Okay, Mission Start. Rico, du hast es geschafft! Ich bin hier. Was wolltest du mir zeigen? Du stehst genau davor. Eine meiner besten Garagen. Ich sehe nur ein blaues Gebäude an einem Dock. Oh, ich zeig sie dir. Hier, fahr zu diesen Koordinaten. Okay. Eine Garage. So, Kontrollpunkt. Geheimnisvollen Ort erreichen. Okay, er hat gesagt, er hat es mir auf der Karte markiert. Mach schon, Rico. Ja, Moment. Ich kann ja nur auch nicht, so. Sind eure Garagen alle an den Docks? Nein, ein paar sind mitten in der Stadt oder auf Flugfeldern, aber sie nehmen alle sämtliche Arten von Fahrzeugen auf. Helikopter an den Docks, Boote auf den Flugfeldern. Wie schaffe ich ein Boot zu einem Flugfeld? Keine Ahnung, Rico, wer hat denn hier den abgefahrenen Greifhaken? Finde er selbst raus. Na klar. Okay. Ach, schön. Entscheidend ist, du kannst jedes Fahrzeug in jede meiner Garagen bringen. Aber vermutlich muss ich die Städte dazu erst befreien, was? Ach, so macht Reisen doch Spaß. Finde ich ziemlich cool, muss ich mal sagen. Ich glaube, dass man die Entfernungen so viel geiler überbrücken kann. So, machen wir hier den... Schau mal da unten. Oh, ist das nicht schön. Bist du schon da? Sieht doch einfach schön aus hier ringsherum. So, okay, jetzt vielleicht ein bisschen beschleunigen. Achso, ich könnte auf den Wingspeed wechseln. Weil mit dem Wingspeed. So, jetzt hier ganz gemütlich. Warte, du willst, dass ich dir diesen Roller bringe? Alter. Zerbrich dir darüber nicht den Kopf, Rico. Niemand wird ihn vermissen. Deine Karte hilft dir, meine Garagen zu finden. Hopp, hopp. So, öffne das Funkgerät. Wähle mal näher aus. Okay, ich wähle mal näher aus. Ort befreit. Nach der Eroberung in der Insel durch die Barbaren im 5. Jahrhundert und der Vergabe des Namens Medici durch die römisch-hunnische Bewohner wurde man näher zur ersten Hauptstadt erklärt. Dieses Juwel auf den Klippen bietet einige der schönsten Ausblicke von den ganzen Medici. Die Innenstadt zieht sich durch ein überaus lebendiges Wohnviertel, wurde kürzlich renoviert und verfügt über zahlreiche Unterhaltungs- und Entspannungsmöglichkeiten. Cool. Cool. Okay, ich will mal näher aus. Hab ich gemacht. Wegpunkt auf Garage setzen. Okay. Perfekt. Schalte jetzt das Funkgerät aus. Und dann... Warum mache ich das dann alles? Das frage ich mich auch. Vor allen Dingen... Ich versorge die Rebellion mit Material, Rico. Ich bringe Waffen und Fahrzeuge zu Rebellenzellen in ganz Medici. Lol. Aber warum brauchst du diesen Roller? Erinnerst du dich an die kleine Cecilia Crespo mit dem schlechten Atem? Wir haben sie Dragona genannt. Das ist ihr Motorrad. Schön, oder? Sie hat sich über meine Haare lustig gemacht, meinte, sie wären fettig. Deshalb spielen wir ihr einen kleinen Streich, okay? Einen Streich, von dem du und die Revolution profitieren. Inwiefern profitiere ich davon, wenn ich Cecilias blöden Roller stehle?
Eine gute Frage. Denk nach, Rico. Ich nehme den Roller, zerlege ihn, die Jungs bauen daraus mehr Motorräder und alle bekommen welche. Es gibt nur Gewinner, außer Dracona. Aber genau darum geht es ja. Ja, dieser Mario ist schon ein ganz klein wenig... Könnte es sein, dass ein Panzer oder ein Raketenwerfer nützlicher wäre als dieser Roller? Na, gute Frage. Ja, und wenn du die Ravello-Stützpunkte zerstörst, erfahren meine Jungs von den dort stationierten Fahrzeugen und bringen sie zu dir. Aber bring die Teile bloß nicht in meine Garage. Warum nicht? Militärisches Gerät erregt zu viel Aufsehen. Meine Jungs sind mit Schraubenschlüsseln viel besser als mit Waffen. Okay, gut. So. Vor allem dieser Roller steuert sich echt so kacke. Das sieht so cool aus. Dieser Typ mit seinem dicken Raketenwerfer und was weiß ich nicht auf dem Rücken. Er sitzt auf diesem kleinen Roller. Oh, oh. Scharfe Kurven hier. Geht ziemlich bergab. Ja, jawohl. Oh, oh. Ach, schön. Schau mal, wie alles schön blau hier ist. Ups. Das war ja nicht so gewollt. Na, vielleicht schon ein bisschen. So. Willkommen zurück, Rico. Leg sie einfach auf den blau markierten Bereich. Okay, mache ich. Hier wird gescannt. Fahrzeug ausgeschlachtet. 69 ist Tria Sassuro. Dieses Fahrzeug ist jetzt freigeschaltet und wird in deiner Rebellenabwurfliste angezeigt. Ich weiß echt nicht, was mir dieses Rebellenabwurf sagen soll. Sie arbeiten schnell, Mario. Aber jetzt muss ich los. Ich glaube, das ist einfach nur schlecht übersetzt. Geduld, Rico. Ich hab doch gesagt, ich bin der Mann mit dem Equipment. Schnapp dir einfach ein paar von den Signalen. Und? Hast du sie? Ja. Klar. Ich weiß nur noch nicht, was ich damit anfangen soll. Wirf sie, damit meine Jungs wissen, wo sie dein Equipment abwerfen sollen. Aber erst suchst du dir mit meiner neuen Rebellen-Abwurf-App aus, was du brauchst. Okay. So, öffne den Reiter Rebellenabwurf. Wähle die Fahrzeugekategorie. Okay. Finde den Ibus Eagle im Helikopterreiter. Helikopter. Ibus Eagle. Der Ibus Eagle ist mehr als ein Helikopter. Er ist ein Statussymbol der Ultrareichen von Medici. In einem Land, das aus Inseln besteht, ist er eigentlich unverzichtbar. Oh, gut. So, füge jetzt deiner Abwurfsliste 2 doppelt geführte Einhandwaffen und eine Zweihandwaffe hinzu. So, doppelt geführt? Was haben wir hier denn? Wir haben Pistolen, eine U55S, Potzer, keine Ahnung was es ist, Spectra Mark V. Das sind den Maschinenpistolen? Oh, ich nehme mal. Was ist denn das hier? Schaden? Präzision? Stabilität? Kadenz? So. Die sieht doch eigentlich nicht schlecht aus, oder? Also Kapazität ist jetzt nicht ganz so hoch. Die CS9 PDW-K von Capstone füllt eine interessante Lücke bei den MPs, denn sie verfügt über ein größeres Kaliber bei geringerer Schussfrequenz. Mit anderen Worten, mehr Bums auf Kosten der Geschwindigkeit. Aha. Ach, ich nehme einfach die hier. Die MP Red von Capstone hat ein kompaktes Bullpup-Design, ein integriertes Reflexvisier und ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet. Außerdem sieht sie cool aus und das ist ja auch nicht unwichtig, in der Tat. Ich nehme mal die. Und hier, oh, schön dicke Mumpeln. CS Predator. Das Predator ist ein solides Sturmgewehr für mittlere Distanzen, das bei vielen Leuten sehr beliebt ist, die gerne aufeinander schießen. Das, oh, hier Maschinengewehr.
Was haben die alles für Waffen? Alter, Schrotflinten. Der Orga 89 gleichte seiner geringeren Präzision durch Feuerkraft ein enorm großes Magazin aus. Auch wer häufig daneben schießt, jagt sein Ziel damit meistens in die Luft. Ey, schön, das ist was für mich. Aber noch, nach dem Erfolg des Plechovka hat Orga ein halbautomatisches Gewehr mit hoher Präzision und Schusskraft auf mittlere Distanz entwickelt. Das Ergebnis ist das UPM 61. So. Miss Fortune. Wer gern Salven abfeuert, wird von diesem hochpräzisen Ballpup von Capstone begeistert sein. Man kann jemanden damit problemlos den Hut vom Kopf schießen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich nehme das mal. So, fertig. Fordere jetzt deinen Rebellenabwurf mit Z an.